Musikvideo. Lang ist es her. Ich weiß gar nicht, wie lang, wahrscheinlich irgendwie über 4, 5 Monate oder so. Wenn sich jetzt jemand fragt, woran lag es, dann lag es einfach daran, dass Zeit knapp war, jemanden zum Film zu finden, zum Beispiel Laura, so wie sie es jetzt gerade wieder macht. Aber ich habe jetzt einfach beschlossen, dass ich es wieder ein bisschen im Vlog-Style mache und mit Stativ und so. Das heißt, ich filme mich halt selber. Finde ich persönlich einfach ein bisschen uncooler, weil ich es einfach authentischer und schöner finde, wenn man gefilmt wird. Aber ich kann jetzt auch nicht die ganze Zeit den Kopf in den Sand stecken und gar nichts tun. Und deswegen dachte ich, ist so schon mal besser als gar nichts. Wir befinden uns gerade auf dem Weg ins Top Buddy Gym in Stockerau. Für die deutschen Leute, das ist in Österreich. Wie immer ganz klassisch beim Fahren wird hier Pre-Workout getrunken. Das sind 13 Gramm vom Hazard von Weider und 2 Gramm Salz oder sowas. Ein bisschen Citrullin noch. Genau, gleich geht es auf den Beinworkout. Beine habe ich in Stockerau noch nicht trainiert. Und eigentlich hatte ich auch erst vor, meine ganzen Beinsessions im Dust Gym zu machen, weil ich die Icarian Hexquad einfach viel besser finde. Aber ich dachte, ich gebe der Pendulum Squad noch mal eine Chance, weil im Stockerau steht eine andere als im Dust Gym, nämlich eine von Gym 80. Und ich habe keine Ahnung, wie die ist. Ich probiere es heute mal aus und ihr werdet es gleich sehen. Okay, direkt einen fatalen Fail gemerkt. Ich habe eigentlich immer in meiner Gymtasche Mikrofone dabei. Die habe ich auch dabei, die habe ich auch geladen. Das heißt, ich habe mich eigentlich vorbereitet. Problem ist nur das Kabel, das vom Mikrofonempfänger in die Kamera geht. Das liegt noch zu Hause rum vom Film letztens mal für Kevin. Das liegt in meiner anderen Kameratasche. Ja, aber ich glaube, der Ton von der Kamera an sich geht auch klar. Jetzt kann ich halt leider nicht, wie geplant, die Kamera aufs Stativ legen und dann einfach reden, während ich auf der Maschine sitze oder sowas. Deswegen tatsächlich dann wahrscheinlich doch wieder ein bisschen mehr Vlog-Style, aber ich versuche es zu begrenzen, weil hier soll es ja eigentlich ums Training gehen. Ich fange jetzt an mit dem guten Stück hier, das heißt mit der Cybex Seated Leg Curl. Ja, empfiehlt sich einfach in meinem Beintraining mit einem Leg Curl anzufangen, weil ihr die Knie durchbewegen könnt, ohne sie direkt zu belasten. Ja, also ihr habt keine Belastung auf die Sehnen oder irgendwas, weil die verlaufen vorne. Hier bewegt ihr aber die hintere Kette, von dem her perfektes Warm-up quasi für die Beine. Aber es ist jetzt natürlich kein Warm-up, sondern wir geben hier direkt richtig Gas. Genau, ich mache jetzt hier wahrscheinlich so 4 Warm-up-Sätze. Wie ich mein Warm-up gestalte, habe ich schon mal einen Post auf Instagram gemacht. Könnt ihr gerne mal bei meinem Profil runterscrollen und ein bisschen suchen. So ein Slide-Post, da habe ich das, glaube ich, sehr gut erklärt. Und genau, wir starten rein. Warm habe ich durch. Ich kenne den Cybex beim Beuger ja schon aus dem Dust Gym, aber ich glaube, beziehungsweise aus dem Top Gym, der dann ins Dust Gym kam. Aber fühlt sich, ich glaube, der ist einfach neuer. Aber fühlt sich extrem gut an. Ich muss bei beim Beuger immer ein bisschen schauen. Ich habe links in der Kniekehle habe ich so ein Ding, das mich immer ein bisschen nervt. Vermutung ist auch da, dass es Zyste ist, aber ich hatte bisher weder Zeit noch Bock, das ärztlich abklären zu lassen. Das heißt, Beinburger ist bei mir immer so ein bisschen nerviges Thema, aber es geht. Von daher bin ich da aber auch nicht der Stärkste und von der Kraftkurve sagt es mir ganz gut zu. Von daher bin ich zuversichtlich. Und ihr seht jetzt den Topsatz. Thank you.
auch einfach immer wieder geil. Ich habe gerade im Kopf 10 Wiederholungen gezählt, habe mir direkt das Video hier, das ihr jetzt auch gesehen habt, angeschaut. Und ich glaube, es waren, also ich habe jetzt beim Anschauen gezählt, dass es 7 waren. Das heißt, ich verzähle mich immer, immer, immer beim Topset. Genau deswegen mache ich aber auch einfach immer Videos, und dann kann ich danach sehen, was ich wirklich gemacht habe, damit es auch wirklich sinnvoll vergleichbar bleibt, weil es bringt mir absolut gar nichts mehr aufzuschreiben, was ich gemacht habe. Dann kann ich es auch gleich lassen. Erster Stock unten ist quasi komplett stack-loaded, also mit Reinstecken fürs Gewicht, und hier oben ist komplett plate-loaded. Und hier haben wir das gute Stück. Wie gesagt, noch nie gemacht. Ich glaube, bisher habe ich Atlantis-Pendulum und die im Dust-Gym steht, Predator-Pendulum ist es, glaube ich. Die im Dust-Gym hat mir gar nicht zugesagt, beziehungsweise mein Team. Die hat mir übelste Schmerzen bereitet. Genau deswegen habe ich die eigentlich auch aus dem Plan rausgenommen. Aber jetzt versuche ich es mal mit der, weil mit der Atlantis ging es eigentlich auch echt gut. We will see. Also erster Eindruck ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, ich habe es jetzt selber noch nicht angesehen, aber es wirkt mal so, als wäre Knieflexion definitiv vorhanden in dem Ding. Es drückt und zieht jetzt auch nichts unangenehm. Also bin ich da aktuell sehr happy gerade mal. Mal schauen, wie voll ich das Ding gleich laden kann. Das waren jetzt 2 Platten zum Aufwärmen. Ich mache jetzt einfach immer eine Platte drauf und schau dann, wie sie es anfühlt. Und da, wo ich so den Eindruck habe, eine Wiederholung ist schwer, daraus mache ich dann den Topsatz. So würde ich es euch generell eigentlich auch immer empfehlen, wenn ihr an einer neuen Maschine trainiert. Genau. Ja, sehr cool, sehr cool. Machen wir weiter. Was mir auch direkt hier auffällt, bei der Gym 80 Pendulum ist, die ist von der Lastkurve halt so konstruiert, dass du dich unten in der Dehnung schön reinsetzen kannst, ohne irgendeine Spitzenbelastung aufs Knie oder die Patellasehne zu bekommen. Das war bei der, ich habe letztens in Holland in einem anderen Gym, das komplett ausgestattet war mit Panatta, noch die Panatta Pendulum Squat ausprobiert. Bei der war es noch ein Stück geiler. Das ist eigentlich hier, wo die ganzen Panatta-Geräte stehen. Das hat man jetzt bisher im Video noch nicht gesehen, aber hier sind Arsch voll Panatta-Geräte. Wird die eigentlich noch gut dazu passen. Vielleicht kommt sie auch noch. Ja, also hier kommt generell noch viel mehr ins Gym rein. Also unter anderem Arsenal Strength, Prime Fitness, Gym Leco und sowas. Also ziemlich geil. Ja, aber das taugt mir echt gut hier von der Lastkurve. Ich bin echt mal gespannt, was jetzt im Topsatz gleich geht, wie schon gesagt. Aber ich denke, es wird gut. Ja, also die 5 Platten, die ihr gerade gesehen habt,
war so der Warm-up, wo ich vorher schon gesagt habe, eine Platte, die sich schwer anfühlt. Ja, man merkt jetzt so langsam, kriegt's. Bei der Platte, bei der es sich schwer anfühlt, bleibe ich dann beim Gewicht. Hätte ich jetzt einen Trainingspartner, wäre ich vielleicht noch eine 20er oder eine 10er hochgegangen, aber hier ist jetzt noch nicht so viel los und von daher wird es ein Alleingang und dann bleiben wir mal lieber auf Nummer sicher mit einem neuen Gerät. Yes. Let's go. Wie viele das jetzt waren, ich muss gleich auf dem Video mal zählen. Ich auf jeden Fall auch im Topsatz gut angefühlt. Ein, zwei Wiederholungen wären sicher gegangen, aber ohne Spotter lieber nicht. Wobei ich glaube sogar, ich habe einmal beim letzten Satz, bei der letzten Wiederholung unten aufgesetzt. Ich glaube, ich hätte sogar rauskrabbeln können. Aber ja, wenn es so leer ist wie hier, lieber auf Nummer sicher gehen. Ich kurz erholt vom Topsatz. Mir ist trotzdem schon wieder schlecht. Ich könnte jetzt eigentlich schon wieder heimgehen, aber ich habe keinen Bock mehr auf den Backoff-Satz, weil der wird jetzt noch gemacht. Dafür mache ich bei der Beinpresse danach nur einen Backoff. Gott, ich bin schon wieder, man merkt, ich bin komplett durch den Rest-Power-Satz. Danke. Ich habe gerade Laura an der Cybex-Beinpresse zerstört. Und jetzt darfst du mich hier zerstören. Sag nicht zerstören im Gym-Kontext, das ist lächerlich sowas. Okay. Atmen.
Also wie man sieht, das Video, ich lasse es gerade laufen, es geht schon 9 Minuten. Das heißt, ich glaube, ich mache jetzt schon 6 Minuten Pause oder so. Ich bin immer noch außer Atem. Muss man einfach objektiv bewerten. Liegt daran, dass ich mein Cardio definitiv vernachlässigt habe die letzten Monate. Aber es kann so nicht weitergehen. Bei mir gibt eigentlich auch immer, vielleicht hat man so einen Backoff-Satz jetzt gesehen, bei mir gibt eigentlich immer erst die Atmung auf, weil die Lunge brennt wie Feuer, bevor es der Muskel tut, und so soll es ja natürlich eigentlich nicht sein. Ab einem gewissen Gewicht ist es auch nicht mehr vermeidbar, aber dadurch, dass ich halt auch auf meine Knie ein bisschen immer noch aufpassen muss, nicht zu schwer gehen kann, das heißt nicht zu low rep, und meine Beine halt auch ein bisschen Muskulatur haben, brauchen die halt viel Sauerstoff und ja, deswegen aktuell 5x20 Minuten Cardio die Woche. Hoffen wir mal, dass es ein paar Wochen besser wird. Ja, also die Pause hat sich jetzt gerade noch ein bisschen näher gezogen. Sagen wir es mal so, Pre-Workout esse ich in Zukunft eine Stunde früher. Das kam gerade obenrum nicht so 100% verdaut mit raus. Ja. Also normalerweise war es ja, habe ich glaube schon erzählt, die letzten beiden Trainings immer so, dass ich immer kurz vorm Kotzen war. Jetzt heute ist es tatsächlich mal dazu gekommen. Dann geht es mir aber auch direkt besser und dann wird jetzt halt weitergemacht. Hilft alles nichts. Ja, wie gesagt, ist gut, da lernt man draus. Ich habe es auch gerade eben nochmal mit Laura drüber gehabt. Im Prinzip ist es für mich eigentlich eher schön, dass ich mal wieder so intensiv trainieren kann, ohne dass meine Knie wehtun, dass meine Atmung versagt und dass es mir schlecht wird, anstatt dass einfach nur meine Knie versagen. Von daher versuchen wir es positiv zu sehen und jetzt geht's weiter.
So, letzter Pressensatz jetzt. Ich wollte euch eigentlich eben zeigen, was wir hier an Beinpressen verfügbar haben. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, ich glaube noch mehr. Also 5 Blade Loader, die gerade hier in der Ecke rumstehen. Ich habe jetzt die Cybex hier genommen, weil die Pendulum hat schon relativ viel Knieflexion, das heißt, sie ist sehr quadlastig. Und dann habe ich die Beinpresse jetzt ein bisschen. Also ihr müsst quasi immer denken, je flacher der Winkel vom Rücken, desto mehr Hüftflexion habt ihr, desto mehr kann der Po mithelfen. Habe mich trotzdem relativ tief gestellt, um so quadlastig wie möglich zu machen. Aber auf jeden Fall ein bisschen Po-lastiger, als wenn ich jetzt zum Beispiel die Hammer Strength, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, aber die Hammer Strength da hinten gemacht hätte. Nächstes Mal, wenn ich dann mit der Hexput anfange, die wieder aufrechter ist, das heißt quasi als erste Übung dann ein bisschen hüftflexionslastiger, kann ich dann zum Beispiel die Hammer Strength als zweite Beinpresse machen. Nur mal da so die Gedanken hinter der Maschinenwahl, zu erläutern. Als nächstes ein Waden dran. Schon 80 Standing Calf Raises. Also da rotiere ich eigentlich auch einfach bei, ich habe ja 3 verschiedene Beintage, rotiere ich eigentlich immer durch. Ich mache es einmal stehend, einmal in der Beinpresse und einmal sitzend. Beim Sitzenden kann man halt dazu sagen, dass es eher so ein bisschen Soleus, das heißt auch ein Schollenmuskel geht. Das heißt, es ist nicht 100% die Wade, aber das ist so wie beim Bizeps brachialis. Das heißt, es hilft natürlich trotzdem, die Wade hochzudrücken. Genau. Warum mache ich Waden als vierte Übung? Ist es überhaupt die vierte? Ja. Ist eigentlich mit Waden das gleiche Thema wie mit Armen. Oh, die Kamera ist echt schwer, gerade im Training. Die Leute jammern immer rum, dass sie kleine Waden haben oder kleine Arme. In allermeisten Fällen liegt es einfach daran, dass man das am Ende vom Training platziert und einfach schon durch ist mit den großen Muskelgruppen und einfach nicht mehr Vollgas geben kann und dann einfach die Intensität auf der Strecke liegen bleibt. Deswegen lege ich bei mir Waden an vierter Stelle. Viele legen sie ja zum Beispiel dann an erster Stelle. Ich muss sagen, so wichtig sind mir Waden jetzt aber halt doch einfach nicht, weil im Prinzip werden die eigentlich beim Bodybuilding nicht richtig gewertet. Ja, und dann habe ich einfach zu viele andere Baustellen, wo mir Masse gerade wichtiger ist als bei Waden. Deswegen finde ich es Quatsch, in meinem Fall damit anzufangen. Vierte Stelle reicht aus, dann ist es relativ ausbalanciert. Genau, weiter geht's. Bei Waden auch sehr viele vernachlässigen, ist die Dehnung und die Endkontraktion. Also eigentlich wippen die meisten bei Waden rum, wenn wir mal ehrlich sind. Aber die Dehnung auch laut Studien ist dasselbe wie mit Quad. Also grundlegend immer Range of Motion beachten. Ne? Aber auch beim Thema Range of Motion muss man immer aufpassen, weil viele Range of Motion immer mit Knochenbau verwechseln. Ja? Also nur weil du mit einer Schulter voll in die Flexion gehen kannst, heißt es nicht, dass du das bei jeder Übung machen solltest. Also schon Range of Motion vom Muskel bitte. Aber bei der Wade ist wirklich Dehnung extrem wichtig. Und das Gym gibt es auch so Wippen. Da kann man die Waden extra dran dehnen. Das mache ich dann meistens noch im Anschluss ans Wadentraining. Genau, jetzt hier machen wir es quasi intra-stretch-mäßig. Ich habe eben im Topsets gemerkt, es war ein bisschen zu groß für mich eingestellt. Das heißt, ich stelle es jetzt eine Stufe tiefer und dann gucke ich mal, dass ich da noch besser in die Dehnung komme. Thank you.
Fotomaschine neben mir, das heißt, ich kann ganz kurz mal filmen. Wer sich fragt, was hier drin ist, 15 Gramm EAAs von, you know, 5 Gramm Kreatin von, you know, und 30 Gramm Plastadextrin, das gibt es leider nicht mittlerweile. Genau, das sind Sachen, die ich jedem Sinnvoll als Intraverbot empfehlen kann. Und warum habe ich das in so einer großen Flasche und nicht aus meinem Shaker, aus dem ich auch eben getrunken habe? Ich mache das immer so, ich trinke die ersten 20 Minuten Wasser auf dem Shaker, weil ich das schon immer vorgemischt habe, weil mir sonst schlecht wird mit dem ganzen Süßstoff und was weiß ich. Habt ihr ja gemerkt, ne? Heute war es ein bisschen extrem. Genau, und einfach weil ich keinen Bock habe, die ganze Zeit zum Wasserding zu laufen, in jedem Gym finde ich es nervig, fülle ich mir zu Hause immer eine 1,5 Liter Flasche auf, in der ich schon alles gelöst habe. Dann ist es auch nicht so süß, wie wenn ich das aus so einem kleinen Mini-Shaker trinke. Und so mag ich das ganz gerne, so empfehle ich das auch allen meinen Kunden. Jetzt geht es hier weiter mit dem Matrix-Adduktor, also sowohl Adduktor als auch Abduktor, das Gerät, kann man umstellen. Ist an sich ganz cool, ist ganz schwer. Das einzige Problem, was Leute haben, die ein bisschen Hamstring haben, ist, dass man dadurch, dass die Polster hier relativ tief sind im Vergleich zum Sitz, hängt man da ganz gerne mal mit seinem hängenden Beinbeuger hier an, wenn man zusammengehen will. Aber da haben wir eigentlich schon eine ganz gute Lösung gefunden, indem man sich halt hier hinten wirklich sehr hoch stellt, also quasi auf die Zehenspitzen stellt, das Bein ein bisschen höher hat und dann geht es ganz gut. Genereller Tipp für Adduktor und Abduktor, beziehungsweise erstmal, weil das verwechseln immer sehr viele und ganz, ganz einfache Eselsbrücke, die ich mir da immer baue. Adduktor ist quasi, merke ich mir, mit Adduktion, das heißt Beine gehen zusammen, und Abduktor ist halt einfach das Gegenteil, Beine auseinander. Was? Latein, wegführen, ad zusammen. Ah, aber das ist Latein, das kann ich nicht. Ich bin zu blöd für Latein. Aber der wichtigere Tipp, wenn ihr Adduktor macht, richtet euer Sternum auf und zieht euren Bauch lang, weil man tendiert ein bisschen dazu, wenn man jetzt gekrümmt da sitzt, beim Adduktor mit dem unteren Bauch mitzuhelfen. Das heißt, das könnt ihr eliminieren, um euren Adduktor noch mal ein bisschen besser zu isolieren. Beim Abduktor an sich gibt es ja nicht, das heißt, beim Abduktor könnt ihr zum Beispiel den Gluteus Medius sehr gut trainieren. Da macht es Sinn, sich ein bisschen vorzulehnen, wirklich einzukrümmen, tatsächlich ein bisschen den Bauch einzukrunchen, festzumachen, um sich wirklich nur auf die Po-Muskeln zu konzentrieren und da zum Beispiel dann wieder mit dem Antagonist, also mit dem Bauch, den Rückenstrecker auszuschalten, damit der nicht übernimmt. So, letzte Übung. Bauch, einfach damit es mich regenerationslastig, generationstechnisch nicht für den nächsten Beintag behindert. Das ist quasi weit weg, das weit weg vor dem Beintag ist. Genau, ich mache Bauch in letzter Zeit immer gerne am Kabel mit Zugriff von oben. Einfach weil ich es dann progressiv machen kann und alles, was ich progressiv machen kann, habe ich definitiv mehr Lust drauf, weil es einfach mehr den Kampfgeist in mir weckt. Ich habe es früher immer im Liegen gemacht, so Crunches im Liegen, weil also Maschinen könnt ihr vergessen, ganz ehrlich. Ich habe noch keine Bauchmaschine in diesem Leben gemacht. Scheiß komplett auf Maschinen, aber im Liegen. Das hat mir einfach so der Reiz gefehlt. Dann habe ich es ehrlich gesagt auch öfter geskippt. Deswegen jetzt auf Kabel. Definitiv zu leicht, aber ich wollte jetzt Laura ja noch nicht 10 Minuten filmen lassen. Wie ihr gesehen habt, ich lasse immer ein bisschen die Luft raus, damit ich wirklich maximal eincrunchen kann. So,
einzige Tipp, den ich da eigentlich noch geben kann. Und ich lasse mich mit Seil ein bisschen nach vorne ziehen, um in den Stretch zu gehen. Und nicht einfach nur nach oben. Genau. Ansonsten würde ich sagen, machen wir mal fertig hier mit dem Video. Ich hoffe, das war okay mit dem Vlog-Style und Hinstellen und so weiter. Und ich hoffe, der Ton ist okay. Nächstes Mal vergesse ich mein Mikrofon gerade nicht. Genau, wie gesagt, ich hoffe, das gefällt euch. Wenn ja, dann seid so lieb, lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da. Appreciated ist ein bisschen, wenn wir hier mal wieder die Anglizismen mit reinbringen. Ich würde mich sehr freuen und dann bis zum nächsten Mal.